Kyle ist nicht an der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Geht klar, Chef. Und willkommen zurück zu Jedi Academy. So, wir nehmen den dritten Punkt auch bei der Heilung. Dann haben wir das voll, weil es gibt nur 3 Stufen. Ich glaube, ja, es war so im Mehrspielermodus. Gab es mit irgendeinem Cheat oder irgendeinem Kommando noch eine Stufe 4, zumindest bei Geistestrick, also Mindtrick, das weiß ich noch. Gut, die Mission, wie war die nochmal? Brauchen wir nicht, das klauen wir den Sturmtruppen ja. Wir nehmen einfach das. Die Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über eine Energiestation in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt, doch dieser hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wo bist du, Kyle? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten, ich muss etwas tun. Aber was? Nun sind wir auf Bakura. Und der Jaden, der hat keine Geduld. Der Z95. Ein Verwandter des X-Wings. Ich glaube, Nachfolgermodell im alten Kanon. Alles Tote. Das fand ich früher auch so unlogisch. Überall liegen hier welche. Jaden interessiert's nicht. Der wartet. Er hat auch vorher hier das alles gar nicht gesäubert, weil gleich fragt er sich, das Imperium hier? Wie war das nochmal? Also, Kamera angucken. Die Ladungen sind platziert, Sir. Gut. Die Republik wird selbstgefällig. Sie unterschätzen uns. Das erinnert Sie daran, was mit Verrätern passiert. Jetzt sei mal nicht so nachtragend. Wir müssen die Bomben entschärfen. Okay, los jetzt! Sie wollen die gesamte Einrichtung in die Luft jagen. Ich muss den Countdown stoppen. Ein Eindringling! Bezieht Stellung! Bereit! Greifen Sie, wo Sie sind. Ach, die Tür ging offen. Das erste Mal Sturmtruppen, wenn man das von Yavin absieht. So, und schon haben wir ein E11-Blaster-Gewehr. Brauchen wir uns gar nicht aufrüsten. Das Imperium. Ja. Sturmtruppen. Sind ja nach Episode 3 immer mehr. Also die Klone wurden immer weiter ausgetauscht. Das sind keine Klone mehr. Es soll nämlich noch Leute geben, die denken, Sturmtruppen seien Klone. Und das war ja dann nur noch bei der 501. Also Vaders Faust. Und das ist so ein bisschen meine Hass-Mission hier. In der ersten Liste. Weil die sich so ein bisschen zieht. Okay, nur noch 4. Jetzt noch ein bisschen Schutz, falls wir welchen verlieren. Hier ist, glaube ich, ein Unsichtbarer. Ein Tarnfeldgenerator. Ah! 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 Ah!
Schadet nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die ersten zwei Parts jetzt schon, sag mal, im zweistelligen Klickbereich sind. Weil das Spiel ja auch entsprechend alt ist. Finde ich voll nice. Nein, hier ist niemand. Im Vorgänger Jedi Outcast gab es, das habe ich ja auch im Rogue One Video erzählt, Shadow Trooper, die hatten Lichtschwerter. Da war nichts. Und jetzt im neuen Kanon. Nein. Doch. In Rogue One gab es die Death Trooper, aber im aktuellen Kanon, im neuen, gibt's auch Shadow Trooper. Das sind imperiale Sturmtruppen in Schwarz. Also so sehen die aus. Und sind halt ein bisschen stärker bewaffnet. Hier nochmal, so. Da oben ist jetzt die zweite Bombe, wenn ich mich nicht irre. Peinlich. Noch drei? Ja. So. Jetzt haben wir ja die Karte eingesammelt. Nö, haben wir vergessen. So. Sieht doch irgendwie gar nicht aus wie eine Karte. Und jetzt gehen wir da unten lang. Kam mir die nur immer so lang vor? Gut, rechts weiß ich noch, dann geht's zurück. In den Vorraum, da kommen wir von oben. Nee. Aber auf jeden Fall gehen wir da zurück. Wir gehen erstmal hier lang und jetzt explodiert's da oben. Hey, Sie! Da drüben! Ah! Zack. Irgendwann weiß man halt, wo die Leute sind. Ich habe nie verstanden, für was der Fahrstuhl hier unten ist.
sollte die Heilung auch benutzen. Hier der Kumpel, den ich angesprochen habe in der ersten Folge, mit dem ich ja sehr, mit dem ich sage mal meine Zeit hier in diesem Spiel verbracht habe. Ich konnte es nicht so gut. Haben wir dann auch versucht, eigene Maps zu bauen. Mit GTK Radiant. Hat es dann irgendwie mal geschafft, einen eigenen Server zu haben. Oder jemand, der den Server gehört. Also online. Map zu geben, dann haben wir uns die dann angeguckt. Oder halt LAN haben wir uns dann die Map angeguckt. Wir gebaut haben wir noch zwei. Cool. Ja, ich habe hier sehr viel Zeit verbracht. Wir haben jeden Pixel umgedreht. Das Spiel, was danach kommt, glaube ich, mit der Zeit, die ich verbracht habe, ist Old Republic. Also, die das jetzt hören, die wissen es nicht. Ich hatte... Ja, 2012 hatte ich ja den Kanal erstellt. Vor 5 Jahren. Ich habe dann ein Jahr später... einen Twing angefangen bei Old Republic. Und das dann als Let's Play gemacht. War dann der Jedi-Ritter. Das alles habe ich dann irgendwann mal abgebrochen. Wegen der Free-to-Play-Umstellung, weil das Spiel keinen Spaß mehr machte. Wegen der Disney-Sache, dass es dann aus dem Kanon fiel. Und dann war es für mich ja irgendwie, warum soll ich es noch spielen? Hat doch keinen Sinn mehr. Geht doch nicht. Also, als wäre das Spiel so verpufft für mich. Ja, also worauf ich hinaus wollte. Old Republic ist das Spiel, mit dem ich am zweitmeisten, glaube ich, Zeit verbracht habe. Jetzt kommt Rocket League. Und damit meine ich jetzt keine Spielstunden, sondern in wie vielen Jahren ich das verfolgt habe. Da habe ich ja auch schon über 800 Stunden. Jetzt nicht weiter. Da. Und da unten ist eine Bombe. Bleiben Sie stehen! Ne, da ist eine Bombe. Oh, die hatte ich ja gerade schon. Was ist mit mir denn los? Immer ein Versteck. Habe ich jetzt schon wieder eine Kultkarte eingesammelt, ohne dass ich gemerkt habe, weil ich so blind bin. Hoch.
Ja. Hoch. Die Mission kam mir echt immer so lang gezogen vor, dabei ist es gar nicht. Wie war das nochmal? Ich könnte von hier oben nach runter gehen. Also von da oben dann runter oder gleich hier runter. Was bewegt sich da? Oh. Eine einzige noch, Jaden. Spüre ja noch jemanden. Da ist die letzte. Das war's. Ich gehe besser zurück zum Schiff. Das war's noch nicht. Ach Gott. So. Ich meine, das war's noch nicht. Wer ist da? Hey! Drehen ist sinnlos. Wookie Armbrust, ja. Der Wookie Armbrust. Ich dachte, da ging's lang. Eine R2-Einheit. Das ist ein bisschen auffällig. War es das wirklich? Ich meine, da war doch noch was. Noch was, verdammt. Nein! Nein, was? Oh, das Feuer! Das war's. Ich geh besser zurück zum Schiff. Kein einziges Mal Schnellsprecher gemacht.
Okay, halten wir fest. Ich bin jetzt zweimal gestorben. Einmal auf der Sand. Einmal in der Sandraupe bei einem Tastensäuber. Weil er mich mit einem One-Hit getroffen hat. 40 Schaden auf einmal. Jetzt gerade. Alter! So, und jetzt nach links. Weiter. Stufe 3 hat halt den Vorteil, dass man das auch in der Bewegung machen kann. Stufe 1 war ja mit Stillstand, Stufe 2 war wie 3, nur ein bisschen langsamer. Und das ist jetzt das Volle. Gleich haben wir sie. Was war's wirklich? Ich dachte, da kam noch was. Irgendwie so. Von wegen, wir haben jetzt alle Bomben entschärft, aber da gibt's noch eine weitere. Gut. Jetzt tun wir so, als wäre nichts gewesen. Entschuldige, dass ich es nicht nach Bakura geschafft habe. Aber du hast dich wohl tapfer geschlagen. Mhm.